Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute gehen wir einer Lüge auf den Grund. Ne? In Zeiten von Fake News gibt es ja viele Lügen. Und ob das jetzt eine Lüge ist oder einfach nur Missverständnis der Optionsmärkte. Und zwar, es geht darum, George Soros wettet auf den Crash an der Wall Street. Stimmt das? Ist das eine Lüge oder vielleicht einfach nur ein Missverständnis? Wir sprechen mal rüber jetzt hier im Video. Ihr habt vielleicht diese Schlagzeilen hier gelesen, so wie zum Beispiel hier mal dieser Ausschnitt aus einer Zeitschrift, das ist noch vom letzten Jahr, aber auch das kommt ja quasi quartalsweise immer wieder, nämlich, dass da geschrieben wird, George Soros wettet also auf einen Crash an der Wall Street und ist natürlich erstmal eine super Schlagzeile. Und zwar wird sich da immer darauf bezogen, dass man sagt, naja, diese ganzen großen Hedgefonds, diese ganzen schwerreichen Jungs, die da irgendwie an der Börse sind, die müssen ja bei der SEC, also der amerikanischen Wertpapieraufsicht, regelmäßig ihre Positionen veröffentlichen. Und die werden dann auch öffentlich gemacht, und zwar immer 45 Tage nach Ende des Quartals. Das heißt, das zweite Quartal erfährt man dann irgendwann so Mitte August, dauert also noch ein bisschen. Und ich könnte mir vorstellen, da steht dann wieder drin, Soros erhöht nochmal seine Spekulation auf einen fallenden Kurs an der Wall Street, das heißt auf einen Crash. Und wenn man jetzt mal ein bisschen in den Text hineinschaut, und auch da habe ich euch nochmal hier einen kleinen Ausschnitt gemacht, da steht ja dann auch drin, dass es mit Optionen passiert. Ne? Also dass er ungefähr 1 Milliarde Dollar mit Hilfe von Optionen auf diesen Crash wettet. Aber, und das ist jetzt schon mal der spannende Punkt, wenn ihr da mal genau hinschaut, da steht nämlich auch da, dass ungefähr 4% seines Vermögens jetzt in dieser Position stecken. Diese 4%, das könnte noch eine ganz interessante Sache sein. Denn wollen wir doch mal darüber sprechen, was ist denn das überhaupt, wenn man Put-Optionen hat? Ne? Und zwar, stellt euch mal Folgendes vor. Ich würde jetzt zu euch sagen, ich kaufe einen Put. Kauf Put auf den S&P. So, was würdet ihr dann sagen? Was ist das für eine Marktmeinung, die ich dann habe? Die meisten würden sagen, naja, ganz klar, du bist bärisch auf den Markt. Ne? Weil wenn du nicht bärisch wärst, dann würdest du doch keine Puts kaufen. Und wäre ich jetzt so berühmt und reich wie Mr. Soros und würde das in einem gehörigen Umfang tun, dann würde man vielleicht sogar sagen, du wettest auf einen Crash an der Wall Street. So, was wäre denn jetzt aber, wenn das nur ein Teil der Wahrheit ist, nämlich ein Teil meiner Position, wenn ich nämlich auf der anderen Seite sagen würde, ich mache das ja nur, weil ich ein riesengroßes Aktienportfolio habe und mit diesem Aktienportfolio bin ich long den SPX, also long den S&P 500, bin ich dann immer noch so dieser Bär, der auf den Zusammenbruch der Märkte setzt? Oder würde jetzt vielleicht der eine oder andere sagen, naja, okay, vielleicht hast du ja eine ganze Menge Gewinn gemacht mit deinen Long-Positionen und dieser Put oder die Puts, die du kaufst, der dient ja vielleicht einfach nur der Absicherung dieses Long-Portfolios. Weil wenn du nämlich wie Meister Soros so riesige Bestände hast, was kannst du denn dann nicht machen? Du kannst nicht mehr, wenn der Markt nach unten geht, sagen, ich drücke mal auf den Knopf und verkaufe alles. Und zwar aus einem Grund willst du es nicht machen, Steuern, ne? Weil alles, was du realisierst, musst du nämlich versteuern. Und zum anderen, du kriegst das gar nicht los. Wenn wir nämlich zum Beispiel, auch da habe ich euch einen kleinen Ausschnitt gemacht, auf eine Seite schauen wie gurufocus.com, ne? Könnt ihr euch anschauen, gurufocus.com ist eine Webseite aus den USA, kann man sich kostenfrei anschauen. Wenn man ganz aktuelle Daten haben will, muss man es abonnieren. Kostet dann, ich glaube, so 300 Dollar im Jahr oder so. Ich habe es nicht abonniert, aber ihr könnt es euch gerne mal anschauen. Da kann man in die Depots reinschauen. Und da sieht man nämlich ganz Erstaunliches. Da sieht man nämlich, dass George Soros zum Beispiel im ersten Quartal 2017, also ja so bärisch war auf die Märkte, ne, mit seinen Put-Optionen, dass er da über 150 neue Käufe getätigt hat, dass er über 3,5 Milliarden in Aktien stecken hat, dass er vor allen Dingen Technologie stark ausgebaut hat. Und ganz ehrlich, wenn jemand Geld in Technologie steckt, wenn er das enorm ausbaut, wenn er in einem Quartal 150 Mal Aktien kauft, klingt das so, als wäre der wahnsinnig bärisch auf den Markt? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Sondern die Wahrheit wird wohl eher so sein, dass Soros ein riesiges, die Amerikaner sagen, Bias hat,
auf die Aktienmärkte. Der ist einfach long in den Märkten drin. Und vielleicht wird es ihm jetzt ein bisschen zu unsicher. Da sagt, naja, Mensch, das ist alles gut gelaufen. Wir laufen ja auch schon eine ganze Zeit. Die Märkte sind ja auch durchaus nach klassischen Berechnungsmethoden etwas teuer. Und deswegen nutze ich einfach mal die Möglichkeiten, die mir die Optionsmärkte bieten, und kaufe mir Absicherungen, damit ich nachts einfach schlafen kann, weil ich bin jetzt über 70, also nicht ich, sondern er, vielleicht sogar über 80, ich weiß gar nicht, wie alt der ist, aber der ist schon ziemlich alt, der will vielleicht auch jetzt in Ruhe schlafen. Ne? Und deswegen kauft er sich vielleicht einfach Absicherungen. Sei es drum, wir wissen es natürlich alle nicht. Ne? Also wir wissen es alle nicht. Was ich damit aber sagen will, ist, diese ganzen plakativen Dinge, die uns da immer so um die Ohren gehauen werden, ne? Das ist das, wo die Amerikaner sagen, Talking Heads. Das sind Leute, die über Börse schreiben, nicht zwingend an der Börse immer ihr Geld verdienen. Das soll jetzt nicht speziell auf den Autor dieses Artikels sein, weil den kenne ich nicht und deswegen kann ich mir da kein Urteil erlauben. Aber es ist natürlich so, wenn man aus einem Puzzle ein Stück herausnimmt und das dann als die absolute Wahrheit des Bildes verkauft, dann dürfte das in der Regel nicht stimmen. Und deswegen, wir wissen überhaupt nicht, was Soros für eine Marktmeinung hat. Wir wissen nur eins, er hat, das ist nachweisbar, Put-Optionen auf den S&P gekauft, das in einem erheblichen Ausmaße, aber im Verhältnis dessen, was er an Vermögen besitzt, auch nur in einem ganz, ganz kleinen Maßstab, und seine bullische Position auf die Aktienmärkte ist deutlich, deutlich größer. Das heißt, ich vermute mal, dass es sich hier lediglich um eine Absicherungsposition handelt, das sei ihm gegönnt, und wir wissen ja alle, Put-Optionen, wenn einer auf einen Crash wetten würde, dann würde er das vielleicht ganz anders machen. Ne? Also wenn, dann könnte er sagen, okay, ich verkaufe meine Aktien, ich gehe in Futures Short und so weiter. Wir wissen ja, Puts haben ja auch durchaus Nachteile. Zeitwertverlust. Ne? Er muss, wenn das eben nicht eintritt, muss er ja wieder neue kaufen, sonst frisst ihn der Zeitwertverlust auf oder die Preise sind zu weit hochgelaufen, die weit aus dem Geld liegenden Optionen bringen ihm nichts mehr. Und deswegen ist das gar nicht so eine, also als Wette, darauf zu sagen, ich wette darauf, dass die Aktienmärkte fallen, da gäbe es sicherlich bessere Möglichkeiten als das, was er hier getan hat. Deswegen, ich vermute, es ist ganz simpel, dass er einfach sagt, komm, ich bin long in den Aktienmärkten und hedge mich ganz einfach ein wenig. Das, was jeder professionelle Investor einfach tun wird, Joey Sixpack, der deutsche Michel, jetzt nicht so zwingend, ne, weil er es nicht versteht, aber große institutionelle, professionelle Trader, die machen das ganz einfach so, weil da geht es natürlich um wahnsinnig viel Geld und Hedgefonds heißt ja auch absichern und deswegen wird das eben gemacht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr von solchen Meldungen haltet. Ne? Was denkt ihr denn immer, wenn ihr so etwas lest? Haltet ihr das für Marktschreierei? Haltet ihr das für seriös? Glaubt ihr, dass man überhaupt aus solchen Informationen für sich irgendetwas herausholen kann? Oder ist das so ein bisschen, naja, Börsenunterhaltung, Börsentrash, den man sich halt anschaut. Ne? Schreibt mir mal eure Meinung, Kommentare dazu hier unten rein. Und dann sehen wir uns schon nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Bis dann, euch alles Gute, schönes Wochenende. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.